Hi, da was geht ab, Leute, Hunger? Ist Donnerstagmorgen, Nestwechsel. Endlich mal ein bisschen Action und schauen wir mal, was so alles anders ist. Traurig. Hofgarten, mein alter Freund. Ach, wer? Blutzuckennest. Okay, überall Ammonitas. Oh, oh nix. Oida, gar nicht saftig, Mann. Interessant. Oida, Rihorn. Endzweit weg, Mann, was ist das? Okay, das war's mit den Nestern. Eher schlecht als recht. Also, unsere Stammnester sind. Stammstrecken, Stammplätze sind nicht so tolle Nester. Schauen wir mal, was geht. Ich bin echt enttäuscht. Aber zum Glück habe ich ein anderes Ziel. Also, mein anderes Ziel ist Level 37. Ich bin echt kurz davor. Nur noch 45, 55.000, nicht mal. 44.900, also 54.900. Versuche ich heute zu machen. Nester, nichts, was wirklich in der Umgebung ist. Luitpold Park, totes Ponyternest. Deswegen werde ich mal nach langer Zeit wieder den Hofgarten abchecken, weil dort sind echt viele Spawnpunkte, viele Pokémon, viele Pokéstops. Und das Mauzi-Nest ist auch nicht so unrelevant, aber wir sehen uns dort. Hofgarten angekommen. Ich brauche nur noch so 40.000 ungefähr. Habe in der U-Bahn ein paar Entwicklungen gemacht, Stops eingesammelt auf dem Weg her, ein paar Pokémon gefangen. Also sollte heute alles machbar sein. Barisch kommt auch noch, hat er gemeint. Schauen wir mal, ob er wirklich kommt. Hofgarten ansonsten zurzeit ein Mozzi-Nest. Für die meisten wahrscheinlich richtig uninteressant. Ich habe ein 100% Snowbillycat. Barisch auch, dank ihm. Das war mein erstes 100%. Damals hatte ich noch nicht drauf so geachtet und Barisch hat es entdeckt. Das war noch zu Halloween-Zeiten. Das braucht noch ein paar Bonbons. Kann ich schaden, damit ich es theoretisch auf Max pushen kann. Also nicht, dass ich es mache, aber nur damit ich die Reserven habe. Ansonsten da drüben beim Finanzgarten ist ein Onyx-Nest. Da wo davor Macholo war, damals noch. Ist auch nicht so schlecht, kann man sich ein paar schnappen. Ich drehe jetzt ein paar Runden, bis Barisch kommt und dann schauen wir mal. Wie ihr sehen könnt, direkt Dratini. Hofgarten enttäuscht echt nie. Hofgarten echt beste drin ist. Ist kleine Pause, bis Spargisch kommt. Es fehlen noch 38.400. Nicht mehr viel. Bug ist aufgetaucht. Ja, servus Leute. Heute haben wir ein Jubiläum. Morgen kommt Level 37. Ja, das feiern wir heute. Zeig mal, wie viel brauchst du noch? 23.000. Okay, so leicht ist es nicht mehr. Bleibst du echt, bis du Teil bist? Ich kann ein paar Entwicklungen machen, so. 23.000? 5.000 kann ich schon machen. Das sind ungefähr 180 Pokémon, Mann. Wird schon gehen. Eine Stunde. Jetzt sind es noch so, keine Ahnung. Eine Stunde 10.000 circa. Geht das? Ja. Okay. Ich hatte mir gerade einen Plan anvertraut, wie er ein bisschen leveln kann und eine Arena aufbauen will. Ja. Zimmer. Also, du gehst mit zwei, drei Freunden von derselben Farbe, machst eine Arena auf 0, die auf 3 oder so war. Und dann stellt ihr einen Sepa rein oder einen Quapsle mit Blubber. Ihr wisst, Blubber ist die langsamste Attacke. Das einzig Schwierige bei dem Trick ist, dass man ein WP 20 Sepa braucht mit der Attacke Blubber oder halt wie gesagt Quapsle und so weiter. Oder Krabi. Und danach geht man mit einem 10er WP rein. Am besten ist dafür geeignet, glaube ich, Dick da mit Kratzer. Den Trick nennt man auch den Bubble Strat Trick. Aber ihr könnt auch einen Dratini mit 10 WP nehmen, was Feuerotem hat. Oder was haust viel Schaden raus? Glumanda mit 10 WP, mit Kratzer. Und danach geht es in die Arena zum Trainieren. Prestige, macht Glück, Glücksei an. Dann macht ihr
4-5 Mal Kratzer, bevor Blue Boy überhaupt ankommt, ist Pokémon besiegt. Dann gleich wieder rein. Ihr braucht keine Tränke, nichts. Ihr kriegt keinen Schaden. Ihr geht ganze Zeit rein und kriegt ganze Zeit 200 Erfahrung. Mit Glücksfall. Genau, 200. Das ist wirklich krass. Kürzester Zeit. Der Bonuseffekt ist, dass die Arena auf 10 gepusht wird. Also das müsste man echt mal probieren. Ich habe schon ein paar Hong auch. Ein paar Reserven, die das machen könnten. Auch 20er WP, 10 WP Angreifer, Verteidiger. Das müsste man echt mal richtig probieren. Das klingt echt interessant. Also es gibt auch viele, die das machen. Da steht 1 Million Erfahrung pro Tag und so. Oha. Ja. Keine Ahnung halt, wie lange er das dann macht. 6-8 Stunden macht halt keiner. Also 1-2 Stunden ist schon möglich. Ja. Schauen wir mal, vielleicht machen wir das. Genau, schreibt in die Kommentare, wenn ihr das Video sehen wollt. Das braucht ein bisschen Vorbereitung. Ich laufe hier jetzt noch herum. Versuchen auf andere Weise Erfahrungspunkte zu sammeln. Echt schwer ohne Module. Okay, ich erzähle uns was über die Nester. Genau. Ich habe jetzt ein Ranking aufgestellt. Wenn mal jemand, der ein bisschen weiter nachdenkt. Gerd hat die doch schon richtig gehört. Wie ihr wisst, Rihorn ist potenziell das beste Nest. Ja. Nach Rihorn, also die möglichen Nester, die es gibt, Rihorn ist eigentlich Evoli. Nach Evoli ist es, also Rihorn, Evoli, Kleinstein. Oh, Kleinstein wäre gut. Boah, schon Kleinstein ist das drittbeste Nest eigentlich, was es gibt. Und wir brauchen sogar. Nochmal? Wir bräuchten sogar ein Kleinstein-Nest. Ja, ich bräuchte auch. Wir machen 100%, ja. Rihorn, Evoli, Kleinstein. Danach Abra gibt's nicht. Also aktuell kein Nest. Also ungefähr Abra. Mhm. Dann, nein, vor Abra kommt noch Owei. Genau, Owei. Dann kommt Macholo. Dann kommt Abra. Also die 6 könnt ihr euch ungefähr merken. Das sind eigentlich die besten Nester. Weil Dratini-Nest und so Lapras gibt es ja nicht. Und von denen bräuchten wir sogar Macholo und... Was war der andere gehört? Kleinstein. Kleinstein wäre ernst gut jetzt eigentlich. Richtig gute Abwechslung. Ich kenn diese Stelle sogar. Da ist Kleinstein, Voltoball und Macholo in der Nähe. Und Sichlo-Nest. Was? Auf, also das, ja, das sind kleinere Nester auf einer Stelle. Und wo ist das? Über Agabella Park Richtung Oberförgen schon. Das ist ja, ich halt, weiß, ey. Mann. Ich habe praktisch gerade auf der Map diese eine Stelle gezeigt mit den ganzen Nestern. Die ist echt verrückt. Er war nicht abgeneigt. Ja. Können wir echt mal vielleicht vorbeischauen? Müssen wir nur noch Tati übergehen? Ja. Niemand zu sehen, aber jemand hat ein Modul gezündet. Das muss ich auf meiner Reise nach Level 37 ausnutzen. Module locken auch Spieler, nicht nur Pokémon. Ja. Ein Shoutout geht an Werfer Café. Ja. Oh, Kapo, du. Nicht schlecht. Okay, ciao. Sehen uns. Sonntag vielleicht. Ja, vielleicht. Wer weiß? Fett Schnitzel essen. Ja, vielleicht. Also ich bin sicher dabei, du bist vielleicht. Ich bin safe dabei. Ciao. Ciao. Das war's vom Bargisch, musst du wieder gehen. Brauch noch 10.000 Punkte. Echt leidend. Schauen wir mal, ob ich das noch hinkrieg heute. Und wenn nicht, dann muss ich ein bisschen YouTube-Tricks anwenden. So, YouTube-Tricks, ich bin wieder zu Hause. Hab noch ein paar Runden gedreht und dann langen Weg nach Hause genommen mit der Tram. Es fehlen noch 2823. Das sind
6 Entwicklungen, die mache ich jetzt. Schnell für euch. Und dann müssen wir unser Ziel erreicht haben. Blende jetzt ein bisschen Musik ein, spul vor, cutte, zack, zack. Ja. Die letzte Entwicklung, Nummer 6, 3000 Punkte. Ich bin echt aufgeregt. Endlich 37. Das Krasse ist, mit 37 habe ich nicht mal die Hälfte. Ich brauche dann noch 500.000 und dann habe ich erst die Hälfte von dem ganzen Spiel. Also echt krass. Und 37. Schnell noch ein Screenshot. Boom. Level up. Das war's von mir. Und teilweise auch Bargisch. Endlich Level 37. Das hat ernst lang gedauert. Fast 2 Monate. Jetzt 2,5 Millionen. Das dauert Minimum 2 Monate, weil jetzt Prüfungen und so sind. Also wahrscheinlich 2,5, 3 Monate. Echt krass, aber immerhin was zu tun. Auch wenn jetzt erstmal nicht auf die Punkte geachtet wird. Ansonsten war es eigentlich auch schon. Wir werden noch ein paar Nester abchecken. Interesse wieder geweckt bei den Jungs. Schreibt unten in die Kommentare, wo wir hingehen sollen. Sonst wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.